Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht und wir sollten nun zu unseren Verbündeten zurückkehren. Das werden wir nun auch tun. Da. Ich habe sie geborgen, Entsandte. Nun verratet mir, was ist geschehen, nachdem wir uns im endlosen Panoptikum getrennt haben? Wir haben Hameus Mora aus Vaiaminas Traum befreit, doch Torvesat hat einen Teil der Erinnerung geborgen. An einen Teil der Erinnerung wurde sich erinnert? Doch die Wirklichkeit hat sich nicht aufgelöst. Also bleibt uns noch Zeit, das alles richtigzustellen. Vermina und ihre Verbündeten greifen weiter Apokryphe an. Aber Hameus Mora zu befreien war ein Sieg. Gut gemacht. Dies ist für euch, Entsandte. Ja, und damit erhalten wir, ich würde mal sagen, den Rest der Körperbemalung. Ich glaube, einen Teil haben wir schon bekommen. Körperkunst des abgründigen Kephaliarchen und einen Fertigkeitspunkt. Geheimnisse und verbotenes Wissen. Etwas derart Schreckliches, dass Hameus Mora sogar die Erinnerung daran aus der Existenz getilgt hat. Doch nun hat Torvesat einen dünnen Splitter aus der Finsternis aufgelesen und nötigt uns alle, uns zu erinnern. Auch wenn es mich schmerzt, können wir das nicht zulassen. Hameus Mora hat mich entsandt, um die Glyphik zu überprüfen, die den ersten Teil der Erinnerung enthält. Ich habe sie auch gesehen. Das habt ihr? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich will euch 1000 Fragen stellen, doch die Verderbnis, die Apokryphe heimsucht, wird mit jedem Augenblick schlimmer. Und Vermina ist immer noch frei. Ich bin hin und her gerissen, was zu tun ist. Der Rest der vergessenen Erinnerung ist in 2 weiteren Glyphika enthalten. Eine Gelegenheit vielleicht? Es wird Vermina Zeit kosten, die restlichen Glyphika zu finden. Das verschafft uns die Möglichkeit, die Verderbnis zu beenden und Hameus Moras Macht wiederherzustellen. Seid ihr bereit, Fäulniskrone zu jagen, während ich Vermina aufspüre? Ich helfe euch, Fäulniskrone zu finden, Leramil. Was im Panoptikum begann, hat sich in andere Teile von Apokrypha ausgebreitet. Gardein und ich haben seine Wirkung schon hier zwischen den Stapeln gesehen. Während ihr der Verderbnis in der Schiffrenhalde nachgeht, werde ich versuchen festzustellen, wo man Vermina finden kann. Was könnt ihr mir über diese Verderbnis sagen? Wir wissen, dass sie eine üble Verbindung aus Traum und Krankheit ist. Die Fäulniskrone aus Konzepten entwickelte, mit denen Vermina und Periite ihn versorgten. Meisterin Shereni half sie zu vervollkommnen und Hieritus verstärkte seine Macht. Sie verbirgt Vermina und schwächt Hameus Mora. Bewirkt sie sonst noch etwas? Soweit wir gesehen haben, treibt sie die Bewohner von Apokrypha in den Wahnsinn und verbündete Daedra zum Angriff. Skroot konnte die Pein der Ebene sogar in Nirn spüren. Hier, fürchte ich, könnte sie ihr erliegen, wie die anderen Einheimischen. Selbst ich bin nicht unempfänglich dafür. Meint ihr, ich bin in Gefahr? Nein. Trotz eurer Stellung als Entsandte des Schicksals scheint ihr allem zu widerstehen. Nun erkundet die Schiffrenhalde und versucht, Fäulniskrone aufzuspüren oder zu ermitteln, wie sich das Leiden ausbreitet. Ich werde versuchen, Vermina zu finden. Denkt daran. Im Panoptikum haben sie Rauchfässer eingesetzt. Ich werde mit euch gehen. Es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Naja, man hat im Leben immer eine Wahl. Er könnte jetzt auch sagen, lasst mich jetzt einfach alle in Ruhe. Ne? Gib mich irgendjemand anderem oder lasst mich frei oder sonst was. Ein Buch, Die Chiffren des Auges. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Oh, von Leramil, okay. Sie schreibt auch Bücher. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Haben wir hier noch irgendwas, was wir hier noch... Oh, direkt alles aufgegangen. Ja, cool. Ist zwar was, was ich, glaube ich, schon kannte mit dem Char, aber immerhin noch mal was Neues wieder, ne? Ist immer gut, wenn man mal reinschaut. So, untersucht die Chiffrenhalde. Ich weiß immer noch nicht, warum das hier eigentlich Chiffrenhalde heißt. Ja, weil das aus Büchern gebaut ist vielleicht. Warum hat sich die Ebene gegen uns gewandt? Oh. Apokrypha erbebt vor Schmerz und ich spüre... Der arme Hulnan.
Denn Sora stieß einfach herab, ermordete ihn und flog davon. Sie haben die Siedlung noch nie zuvor angegriffen. So leid es mir tut, aber das machen Sucher leider. Und die haben dabei immer diese ekligen Geräusche. Ich kann das wirklich nicht ab. Oh, cool. Oh, der lebt noch. Er stürmte vor und war dann wie eingefroren. Ich glaube, er ist krank. Okay. Ist ja schon eklig, wenn man mal so drauf guckt, ne? Also ich dachte mal, hier oben ist der Kopf, also da oben ist ja auch der Kopf, aber das hier unten, das sieht aus wie so ein Mehlwurm oder sowas, so ein Sandwurm von Dune. Ich glaube, die können einen auf mehrere Arten verschlingen. Also hier diese Suche. Moment, hier, da. Eines von Fäulniskrones Rauchfässern und nicht einmal versteckt. Zerstört es. Berichten wir Lehrer Mir in ihrem Studierzimmer, was wir erfahren haben. Mama. Sollten wir jemals wieder hier hochkommen, machen wir das. Moment, da war eine Treppe. Ist das auch die richtige Treppe? Ich glaube, ja, ne? Ah ja, okay. Es ist immer so ein bisschen verworren hier. Meine Freundin, die Verderbnis hat sich verschlimmert. Seht nach Scoot, während ich mich um Leramil kümmere. Ich habe doch alles dafür getan, dass es besser wird. Flieht, Sterbliche. Der Schmerz überwältigt mich. Bald werde ich Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten können. Und meine vielen bezaubernden Augen, sie blinzeln und werden eins nach dem anderen dunkel. Bald werde ich ganz blind sein. Wie kann ich helfen, Scoot? Ich weiß es nicht. Doch der Schmerz und die Blindheit... Wurde das große Auge so von seiner Ebene getrennt, damit Verminas Traum ihn einhüllen kann, um den Qualen zu entkommen? Sie hat nicht zufällig auch einen Traum für mich, oder? Gadein ist ein Mönch. Vielleicht fällt ihm etwas ein. Der andere Sterbliche? Oh, mein Schicksal in solch zerbrechliche Hände zu legen. Wirklich, ihr solltet gehen. Apokrypha ist nicht mehr sicher. Und ich will euch nichts tun. Wartet. Eine kaum wahrnehmbare Welle in den Fäden. Jemand kommt. Wer kommt, Scoot? Eure Verbündeten leiden grundlos, Sterbliche. Erlaubt mir zu helfen. Dieses Leiden übersteigt meine Fähigkeiten, meine Freundin. Seht, was der Dremora anzubieten hat. Vermina und Perite sind mit ihrer Verderbnis zu weit gegangen. Sie breitet sich durch das Gewebe von Apokrypha aus. Man muss sich nur eure beiden Verbündeten ansehen, um mitzuerleben, welches Leid sie anrichtet. Ich kann ihr Leiden lindern, Sterbliche. Ihr habt die ganze Zeit mit Vermina und Peorite zusammengearbeitet. Warum sollte ich irgendetwas von dem glauben, was ihr sagt? Das war ein reines Zweckbündnis. Ich brauchte ihre Unterstützung, um zurückzuholen, was uns in uralten Zeiten genommen wurde. Hermeus Mora tat, was er für richtig hielt, ebenso wie ich. Ich hege nicht den Wunsch, ihn dafür zu bestrafen, dass er seinem Wesen treu blieb. Da muss man ja ganz ehrlich sagen, das haben wir ja schon in dem Kapitel erfahren, beziehungsweise in dem DLC erfahren, dass wir ihm vermutlich Glauben schenken können, weil die... doch sehr aufrichtig sind und er hat auch, finde ich, mit seinem Verhalten bisher gezeigt, dass die anderen ihm eigentlich scheißegal sind und er wirklich nur sein Ziel erreichen wollte. Was genau bietet ihr mir denn an? Ich weiß, wo man Fäulniskrone findet, damit ihr ihn aufhalten könnt, bevor er dieser Ebene so viel Schaden zufügt, dass er nicht wieder zu beheben ist. Und ich kann euch zeigen, wohin Vermina gegangen ist. Es ist mir nicht mehr wichtig, die uralte Erinnerung mit ihr und Perite zu teilen. Warum solltet ihr mir nach all dem helfen? Weil ich auch Hilfe brauche. Ich biete einen Handel an. Ein Ende dieses Ansturms auf Apokrypha für die Unterstützung der Schicksalserwählten. Entscheidet euch, Sterbliche. Fäulniskrone arbeitet sich just in diesem Moment zum Kern dieser Ebene vor. Bald wird es zu spät sein, den Schaden zu beheben. In Ordnung. Sagt mir, wo ich Fäulniskrone finden kann.
Ich vermerke eine Stelle auf eurer Karte. Dort könnt ihr einen Weg zu jenem Ort öffnen, den Hermaeus Mora Mythos nennt. Dieses Mal nicht in einer Erinnerung, sondern im Hier und Jetzt. Dann könnt ihr Fäulnis Krone aufhalten, bevor die Verderbnis unumkehrbar wird. Nun gut. Jetzt helft Lehrer Miel uns gut. Es wird uns alle brauchen, um Mythos zu erreichen. Erlaubt mir, das Leiden eurer Verbündeten zu lindern. Ich sehe wieder! Geht, Entsandte. Ich schließe mich euch später an. Nun gut, dann... müssen wir erstmal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Moment. Es wird wahrscheinlich weiter weg sein, nehme ich an. Ah ja, nur unwesentlich weiter weg. Allerdings habe ich... Doch, ich habe einen Port in die Nähe. Ich werde mich mal hier unten hin porten und dann zu Fuß bzw. per Reittier dahin aufmachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind irgendwo in der Nähe. Wir sind direkt davor, glaube ich. Torvesart sagte die Wahrheit. Wir können Mythos von hier aus erreichen. Aber erst müssen wir die Schicksalsfäden ausrichten. Unterstützt mich, Entsandte. Als Schicksalserwählte könnt ihr die Fäden ausrichten. Berührt sie nacheinander. Wie? Was? Wo? Was soll ich denn jetzt machen? Ach so, da unten. Sag mir das doch. Das Schicksal wendet sich zu uns. Gut. Okay, Moment. Ist noch einer da? Die Schichten richten sich aus. Der Weg öffnet sich. Der Weg öffnet sich. Falls das keiner verstanden hat, weil das ist so leise gerade, selbst in den Kopfhörern. Gut, nun lasst uns zu Lehrer Mir zurückkehren und herausfinden, ob alles richtig ausgerichtet ist. Fast geschafft. Helft mir, das Portal auszurichten. Der Weg nach Mythos ist offen. Schicksalserwählte, sprecht mit mir. Da bist du. Sag das doch. Die Verderbnis bringt Verheerung über meine Ebene, Erwählte. Jedwede Erleichterung, die mir seit der Befreiung von Verminas Traum zuteil wurde, ist wieder verflogen. Meine Verbindung zu Apokrypha wird immer schwächer. Und das elende Gift macht mich hilflos. Das große Auge ist blind. Gibt es etwas, was ich tun könnte? Obschon Vermina sich vor mir versteckt, erhaschte ich kurze Blicke auf Perjites Schoßhund, wie er in Mythos einbrach, bevor meine Sicht schwand. Er verbreitet Verderbnis in den Fundamenten der Ebene. Während Apokrypha dahinsiecht, zerfällt es. Eine solche Zerstörung wird Wellen in der Wirklichkeit auslösen. Wir wollten gerade Mythos betreten, um uns um Fäulnis Krone zu kümmern. Gut. Sobald ihr drin seid, werdet ihr meine Augen sein. Ich werde euch weder unmittelbar helfen können, noch kann ich euch zeigen, wo die Invasoren sind. Torvesart meint, er könnte uns dabei helfen. Torvesart? Natürlich. Der Ungesehene. Ich spüre seine Anwesenheit nicht. Das Schwarzbuch, das ihr bei euch führt. Setzt es ein, wenn ihr meine Stärke braucht. Seht nur nicht direkt auf die Seiten. Selbst die Schicksalserwählte kann Schaden nehmen, wenn sie auch nur den kleinsten Moment verbotenem Wissen ausgesetzt wird. Ich werde daran denken. Ich rufe alle Schicksale, die mit eurem verwoben sind, Erwählte.
Nur gemeinsam können wir die Wirklichkeit retten. Erwähnte ich bereits, wie sehr ich Teleportation verabscheue? Ihr neigt wirklich dazu, seltsame Gefährten um euch zu scharen. Ja. Der Weg nach Mythos wartet, Sterbliche. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Das mit den seltsamen Gefährten ist gar nicht mal so weit hergeholt, weil irgendwie habe ich immer irgendwelche Gefährten, die komplett anders sind, aber halt eben alle unterschiedliche Stärken haben. Auch wenn die Verderbnis mich immer noch bedroht, werde ich nicht von meiner Pflicht weichen. Ich habe dies mit euch angefangen. Ich will es auch mit euch zu Ende bringen. Doch wir dürfen die Gefahr keineswegs unterschätzen. Falls Skrut oder ich der Verderbnis erliegen, wendet euch an Torvesaat, um euch zu helfen. Ihr vertraut Torvesaat so sehr, Lehrer Miel? Natürlich nicht. An diesem Dremora ist etwas ungewöhnlich. Unter anderem der Umstand, dass der Wissende seine Anwesenheit nicht spüren kann. Doch Torvesaat will offensichtlich etwas von euch. Nutzt dies zu eurem Vorteil. Ist es nicht die tarnende Wirkung des Verderbnis, die Torvesaat versteckt? Vielleicht. Doch der Wissende scheint zu glauben, dass noch etwas anderes im Spiel ist. Und ich stimme dazu. Torvesaat muss näher untersucht werden. Aber später, wenn die Wirklichkeit nicht mehr in unmittelbarer Gefahr schwebt. Denkt daran, was Hermaeus Mora euch sagte. Denkt an das Schwarzbuch. Wisst ihr, was ich mit dem Schwarzbuch mache? Genau das, was Mora euch sagte. Setzt es ein, wenn ihr euch auf seine Kraft berufen wollt. Seht aber nicht zu genau auf die Seiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was der Blick auf solches Wissen einem sterblichen Geist antun kann. Ich wünschte nur, Gardein würde nicht darauf bestehen, mit uns zu gehen. Ihr macht euch Sorgen um Vikar Gardein? Ich mache mir Sorgen um all meine Verbündeten. Aber, ja, Gardeins Sicherheit macht mir Sorgen. Ich fürchte, dass sein Herz zu rein, zu unerfahren ist, um das zu überstehen, was wir in Mythos erleben könnten. Wenn ich falle, dann beschützt ihn, Entsandte. Bitte. So kann man es auch erklären, ja. Ich glaube aber nicht, dass das ist, was wirklich dahinter steckt. Ich leide, genau wie das große Auge leidet. Doch an eurer Seite würde ich in die Tiefen von Apokrypha selbst schweben. Was genau das ist, was wir gerade tun. Gebt mir bloß nicht die Schuld, wenn meine Tentakel abfallen oder ich euch angreife oder etwas derartiges. Seid ihr euch sicher, dass ihr dem gewachsen seid, Skrut? Welche Wahl habe ich denn, Sterbliche? Jetzt das große Auge befiehlt und ich gehorche. Außerdem, was auch immer Torvesaat für mich getan hat, scheint die schlimmsten Auswirkungen der Verderbnis zurückzuhalten. Zumindest fürs Erste. Also ich kann immer nur betonen, man hat immer die Wahl. Und gerade wenn einer irgendwas befiehlt, würde ich darauf einen Scheiß geben, ganz ehrlich, weil ich bin immer noch ein eigener, freier Mensch. Wie heißt das so schön? Die Gedanken sind frei. Dann sollen sie mich halt einsperren, aber dann habe ich die Wahl gehabt, dass ich mich dem widersetze und sie mich einsperren und ich halt für das einstehe, woran ich glaube. Aber ich meine, ich finde es trotzdem natürlich gut, dass Grut mitkommt in diesem Fall, ne? Man sagt, die Toten hätten nichts zu fürchten. Doch warum erfüllt mich dann ein gewisses Unwohlsein? Nun, solange ihr meinen Seelenstein bei euch habt, gehe ich, wohin ihr geht. Selbst wenn es wahrscheinlich in unseren Untergang ist. Ihr meint wirklich, wir sind zum Untergang verdammt, Mellen? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich habe euch Erstaunliches vollbringen sehen. Und Hermaeus Mora glaubt an euch. Doch dies ist Mythos, in das wir vordringen, um uns den Vorkämpfern zweier feindlicher Fürsten zu stellen. Vielleicht sogar den Fürsten selbst. Nicht gerade meine gewohnte Kost. Ihr meint also, wir sollten umkehren? Das habe ich nicht gesagt. Das Schicksal der Wirklichkeit hängt in der Schwebe. Das ist nichts, wovon man sich einfach abwendet. Nicht, wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, die Existenz zu bewahren. Nein, ich werde euch helfen, so gut ich nur kann. Der Geist eines Telvanni-Magisters und sein Ersatzkörper. Was genau meinte Hermaeus Mora mit dem Einsatz des Schwarzbuchs? Das ist eine hervorragende Frage.
Ich musste verschiedene Schutzzauber verwenden, um es überhaupt studieren zu können, ohne nach Apokrypha gerissen zu werden. Doch wenn der Fürst des Schicksals sagt, ihr könnt es einsetzen, um euch bei eurer Mission zu unterstützen, so nehmt ihm beim Wort. Er hat keinen Grund, euch anzulügen. Nö. Immerhin unterstütze ich ihn ja gerade aus Leibeskräften. Als ich mit euch auf diese Mission aufbrach, hätte ich nie erwartet, an der Seite von Daedra zu arbeiten, geschweige denn ins Herz von Apokrypha zu marschieren. Ich muss gestehen, dass ich Angst habe, doch ich stehe euch bei. Euch und Leramil. Ihr habt mein Wort. Und er betont wieder Leramil. Ihr müsst das nicht tun, Gadein. Bietet ihr mir einen Weg, mich zurückzuziehen? Habt Dank, meine Freundin, aber ich passe. Ich habe dem Abt versprochen, das Fulcrum Obscura zu bergen. Und Torvesat hat mir versichert, dass Vollniskrone das Relikt hat. Ist das der einzige Grund? Nun, wie kann ich der Rettung der Wirklichkeit den Rücken zuwenden? Oder Leramil verlassen? Solange die Verderbnis sie bedroht, wird sie jemanden brauchen, um sich anzulehnen. Ein Augenblick. Was wollt ihr da andeuten? Oh, gar nichts, gar nichts. Eine seltsame Versammlung von Verbündeten für jemanden so Vortreffliches. Ihr könnt mich dazuzählen. Zumindest so lange, bis unsere Wege sich wieder trennen. Ich bin bereit, Mythos zu betreten, wenn ihr es seid, Sterbliche. Warum kann Hermeus Mora eure Anwesenheit nicht spüren, Torvesat? Der Fürst des Schicksals hat seine Geheimnisse und ich habe meine. In Wahrheit weiß ich es aber nicht. Das ist eines der Dinge, die ich zu erfahren hoffe, wenn ich die gestohlene Erinnerung aus fernster Vergangenheit berge. Jetzt hätte ich gerade fast meinen Kaffee wieder ausgespuckt. Ihr meint, dass die Erinnerung sich um euch dreht? Ich glaube, dass die verlorene Erinnerung uns alle angeht. Aber ja, ich denke, dass sie für mich eine besondere Bedeutung hat. Ich kann allerdings nur darüber mutmaßen, was es genau ist. Es nicht zu wissen, jedoch, das treibt mich dazu, das wieder freizulegen, was verborgen wurde. Koste es, was es wolle. Ja, diesen Drang haben wir ja auch schon bei unserer Lieblingstremora festgestellt. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.